420 PS Serienmotor, 2 Liter. Also Cem ist einer, der ist, wie alt bist du, 19? 19. 19 und macht krasse Umbauten. Ne, also ich feiere den persönlich. 420 PS GTX. K04 auf Endstufe. Jetzt einfach mal schätzen, wie viele Starts hast du schon hinter dir? Boah. 50, 100? Kolben-Serie, Ploy-Serie, Cover-Serie. Krass. Das ist das erste Projekt von Cem eigentlich? Auch von Cem. Ich bin noch gerade in der Ausbildung. Jetzt noch wann war das her, wo du das gebaut hast? Vor 350, 380 PS. Serie. Hier im Film, ja, was war das nochmal hier? Filmautobahn in Altenhofen und hab meinen Kollegen hier Cem. Also Cem ist einer, der ist, wie alt bist du, 19? 19. 19 und macht krasse Umbauten. Ne, also ich feiere den persönlich. Jungs, er hat einen S3 mit wie viel PS, Cem? 420 oder? 420 PS GTX. K04. Auf Endstufe. Hat ja. Das ist krass. Also in Serie alles? Oder ist der verstärkt? Verstärkt. Okay, Coil oder? Nee, Motorserie. Motorserie? Motorserie. Das ist verstärkt? Nee, den Turbolader. Krass, 420 Schaufel. PS. Ja. Serie. Und das ist 2 Liter? 2 Liter Turbo. Ja, das ist ja krass. Also ich dachte, das ist krass, aber das ist doch krasser. Ja. Und das mit einem K04 Turbolader. Jo. Okay, was hast du da gemacht? 420 PS Serienmotor, 2 Liter. Was hast du hier geändert, Cem? Hier haben wir das Druckbegrenzungsventil verändert, Hochdruckpumpenkit, 3-2 Abgasanlage, Turbo bis nach hinten durch. Krass. Und ja, Software, ne, was dazu gehört. Ja. Ansaugung haben wir einen Sportluftkreisersatz eingebaut, für die Serienansaugung, für dass noch Straße zulässig ist. Und ja, dann bin ich jetzt auch auf Viertelmeile angetreten in der Serienansaugung. Ja, das ist das Wichtigste. Wie lange hält der Motor schon? Serienmotor. 8 bis 9000 Kilometer. Und du fährst regelmäßig Viertelmeile. Ja. Sag, jetzt einfach mal schätzen, wie viele Starts hast du schon hinter dir? Boah. 50, 100? Wieland war echt viel. 30. Also an einem Tag habe ich schon Wieland hintereinander ohne Pause gehen stellen. 30 Mal hintereinander gelauncht, ständig. Und halt mal richtig fetzen lassen, die Kupplung. Bisschen Schalter. Ja. Und ja. Und noch nie was gemacht am Motor? Noch nie. Im Motor nicht, Leben ist Kolben-Serie, Ploy-Serie, Cover-Serie. Krass. Kupplung haben wir eine 6-Platz Intermetall-Kupplung. Ja, mit einer verstärkten Druckplatte halt. Und ein Massenschwungradumbau. Ja. Abdrehen lassen, fein gewuchtet. Ja. Und wie viel Bar fährst du? Soll auf 2 laufen. 2-1, wenn ich so im dritten Gang bestimmt drehte, hat er 2-1 angezeigt. Ja. Aber es ist halt je nachdem, wie lange der Druck auf dem Motor halt mit dem Getriebe gesetzt ist. Meine Frage wäre, Cem, was soll ich sagen? Ach, du hast alles selber gebaut. Ja, das haben wir alles selber. Genau. Nur du. Hier. Nur du. Ey Jungs, eins müsst ihr machen, bevor wir echt weitermachen. Er hat einen YouTube-Kanal. Ich feiere den persönlich. Und ich bin mir sicher, der wird ein großer. Der wird ein großer, Jungs. Tut mir einen Gefallen, zeig mal, wie Kfz-Fuzis, wie die Community drauf ist. Und einmal CK Motorsport abonniert oder geht auf das letzte Video. Kfz-Fuzis, haut da drauf, was es geht. Abonniert den Jungen und glaubt mir, damit der einfach nur mal weitermacht. Weil er hat keine Lust. Weil der wird nicht gehypt, ich verstehe das nicht. Ne, mach das mal, dass der einfach mal Lust kriegt, einfach weiterzumachen. Mach das mal, zeig das mal. Stopp. Da will ich euch sehen. Kfz-Fuzis. Also nicht Kfz-Fuzis, ne? Das hört ihr auch, aber ihn hier. Hier, CK Motorsport, so heißt der Link. Genau. Ne? Aber werde ich hier unten nochmal verlinken. Top. So. So viel dazu. Aber viel dazu. Ne? Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dann gibt es einmal Ramazan Abi, das ist der Vater. Der sieht aus wie sein Bruder, ehrlich gesagt. Dankeschön. Ne? Du bist jung geblieben. Wie alt bist du, Ramazan Abi? Ich bin 43. 43, ey, krass. Ja. Er sieht jünger als ich aus hier. Wie alt bist du? Ja. Ich bin 38. Super. Also. Der hat auch ein interessantes Auto, was ich auch Hammer feier. Ja. Ja, erzähl du da was anderes. Das ist das erste Projekt von Cem eigentlich. Auch von Cem? Natürlich. Also was wir machen, machen wir gemeinsam. Okay. Und ich gebe ihm halt noch das technische Know-how dazu. Und ich feiere meinen Sohn im Prinzip in der Sache ja auch. Und ja.
sorry, wenn ich dich störe. Jam, wo du die beiden gebaut hast, warst du schon... Also du bist in der Ausbildung. Ich konnte schon denken, ja. Ja, klar. Ich meine aber, bist du noch in der Ausbildung? Ich bin noch gerade in der Ausbildung. Jetzt noch. Wann war das her, wo du das gebaut hast? Vor 3 Jahren jetzt. Vor drei Jahren. Das war jetzt neuerdings vor einem halben Jahr. Und da hast du keine Ausbildung gemacht? Nee, das war schon... Da hast du Just for Fun. Genau. Oh. Da haben wir uns Sachen angeschaut. Ich muss sagen, wir haben seit dem 10. Lebensjahr jedes Wochenende immer mit bei mir in der Werkstatt. Hat mit geholfen, mit geschraubt. Seine ganzen Moped-Umbauten will ich gar nicht von erzählen. Ja, die ganzen halb illegalen Sachen. Ne? Ja, und dann haben wir uns ja so ein Ding herbeigegeben. Ich selber bin Golffanatiker, habe einige Schmuckstücke stehen und habe aber gedacht, wir bauen mal ein krasses Ding. Und jetzt steht er hier mit nicht viel materiellen Sachen. Ne? Das ist krass. Also, der ist auch original. Der ist total Säge. Motor ist komplett original. Komplett Säge. Und da ist ein GTX 35. 30. 30. Ach, 30. GTX 30. Und? Läuft auch 1,1. Mit 0,911. Genau, je nachdem, wie man halt... Welchen Druck wir haben. Wie viel PS ist das? 350, 380 PS. Serie. VH6. Genau. Das ist krass. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, ne? Auf jeden Fall. Also wir haben noch ein Steuergerät von einem namhaften Programmierer bekommen. Kannst du ruhig alles sagen. Okay, von der Firma Turbodödel, die haben uns ein Steuergerät noch zu. Ey, Turbodödel, will ich ja meine Dings haben, Provision haben, ne? Und das ist auf 1,8 Bar abgestimmt, auf den Motor im Prinzip. Und, aber ich will den nicht kaputt machen. So wie er läuft, bin ich zufrieden. Also du bist zufrieden. Als Daily Auto ist gut. Problematik haben wir immer mit dem Standardgetrieben. Die platzen uns. Ja, das ist halt, was ich dazu sage. Was ist das für ein Getriebe? Ist das jetzt eine ganz normale? Nee, das ist jetzt ein Golf 4 Getriebe, umgebaute Glocke auf 6 Gang. Also umgebaute Glocke von VR6. 6 Gang Getriebe mussten den Tunnel ein bisschen ändern, wo das ganze Schmiemik eingebaut wird. Finde ich zu kurz übersetzt für die Viertelmeile. Aber war ein Spaß wert, das Ganze umzubauen. Funktioniert. Ja? Auf jeden Fall. Fahr hier im zweiten Gang an. Erster Gang finde ich viel zu kurz. Ja? Kann ich jetzt nicht sagen, ich fahre den nicht, aber. Ja. Aber was ich geil finde, dass der einfach nur richtig Serie aussieht. Ja. Ist auch die Slicks okay, aber. Ja, die haben wir. Sonst fahre ich da mit normalen Hankook-Reifen drauf. Am Tag, also in der Woche so. Ich fahre damit auch zur Arbeit. Ja. Ne? Für das Ganze ist Alltagsauto. Das ist Alltagsauto. Alltagsauto. Natürlich. Also ist nicht. Der ist angemeldet, ja. Zugelassen. Krass. Mit dem Scheinwerfer. Ja, der Scheinwerfer ist halt. Hat er auf dem Weg verloren. Genau. Nee, das ist krass. Also echt, die feiere ich, ja. Ja, so ist das. Das ist geil. Und bei Jam auch keine Bremsanlage oder so, alles Serie. Bremst. Und bei dem auch, alles Serie. VR6-Bremse. VR6-Bremse vorne und hinten. Ja. Zusätzlich Zimmermann drauf. Ja. Und ja. Drei Schalldämpfer, also nichts zu laut, wenn ich den laufen habe. Beschwert sich kein Nachbar. Ja, ist ja das Geile. Alles Understatement gut. Pur, ja. Das ist, genau. Das feiere ich. Das feiere ich ja auch bei dem hier. Okay, bei dem sieht man das jetzt, okay. Turbo springt ins Auge, aber bei Jam zum Beispiel, da sieht man gar nichts. Und das ist krass. Wenn er noch einmal hier den Trichter nochmal draufsetzt, krank. Das ist Understatement Pur. Das ist Hammer. Deswegen feiere ich. So, Jungs. Auf jeden Fall Jam. Und Ramazan Arabi könnt ihr auch auf Instagram folgen. Ne? Aber Jam, auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Junge weitermacht YouTube. Der wird's auf jeden Fall. Jungs, ne? Stellt mal vor 3 Jahren, da war er 16. Der baut dann mit 16. Ich kenne Meister, die wissen nicht mal, wie Turbo geschrieben wird, Kollegen. Also, push den Jungen mal, damit der Videos macht, damit der solche Umbauten zeigt. Ne? Und du versprichst mir, dass du weitermachst. Selbstverständlich. Ne? Wahnsinn. So, ich danke nochmal. Danke, Ramazan Arabi. Ne, wir sehen uns. Vielleicht machen wir noch ein Video in Hannover, wer weiß. Halt, bis dann. Ja. Ciao. Ey, ihr wisst, ich mache jetzt eine neue Reihe, Alltagsautos mit Dampf. Und wenn ihr wollt, dass ich die mal mitfahren darf, dann auf jeden Fall liken und kommentieren. Ne?